Hab gerade einen Patienten aus dem Bett mobilisiert und da geht hinten die Tür auf. Guten Tag. Ich denke, das glaube ich nicht, dreh mich rum. Kommt der Mike Jans rein in Weiß, ja, und sagt, was machst denn du hier? Bist du hier jetzt Maler oder was? Ich wusste natürlich, was los war, klar. Hallo, lieber Hans Hess. Hallo, Mara. Wir sind heute bei dir hier in der Praxis, um über deine Tätigkeit als, ich sag mal, Meistermasseur zu reden. Oh yeah. Erstmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit für uns hast. Habe ich doch gerne. Du bist vielleicht zur Aufklärung für die ZuschauerInnen, die dich noch nie gesehen haben, 81 zum 105 gekommen, damals noch als Masseur tatsächlich und noch nicht Physiotherapeut, hast dann also entsprechend auch die Amateurmeister massiert. Erzähl doch mal, wie sah das denn damals aus? Du warst also der Teammasseur. Du bist, ich weiß nicht, nach dem Training vorbeigekommen, einmal die Woche vorbeigekommen. Wie hast du da gearbeitet? Ich habe das also tatsächlich so gemacht, ich habe damals bis 6 Uhr gearbeitet, bin danach zum Training hochgefahren. Die haben dann schon trainiert. So 6:15, 6:30 war Training meistens zu Ende. Mhm. Und es gab dann einen Plan, wer auf die Bank darf. Ja. So die älteren Spieler, die hatten ihren ganz festen Termin. Ich bin freitags immer der Erste, Hans, gell? Das war Herbert Scheller. Ich habe danach dann eine Stunde, anderthalb, zwei Leute behandelt. Mhm. Je nachdem, wenn es eine Verletzung gab, habe ich mir das angeguckt. Wenn es nur prophylaktisch was zu tun gab, habe ich das getan. Das ist tatsächlich die ganze Woche über passiert. Mhm. Nicht nur ein oder zwei Tage, sondern jeden Tag, wo an dem Training war. Und bist du auch mit zu spielen, auch zu Auswärtsspielen? Natürlich, natürlich. Das war gerade Anfang bis Mitte der 80er Jahre ziemlich heftig. Da habe ich nicht nur 05 betreut. Ich habe dann auch noch eine Handballmannschaft gehabt, die Regionalliga gespielt hat und. Ich war eigentlich das ganze Wochenende immer unterwegs. Es ist eigentlich unglaublich erstaunlich, dass ich in dieser Zeit meine Frau kennengelernt habe. Also fast nicht zu glauben. War dann im Stadion, oder? Nee, die hat Handball gespielt. Ah, okay. 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 Und wenn die da so auf der Liege sind, die Spieler, dann erzählen die doch auch sicher mal, was ihnen so auf dem Herzen das liegt, wird aber, das wird aber hier drin bleiben. Da wird nichts davon erzählt. Das ist Grundgesetz, ja, für egal, ob du Masseur, Physio oder sonst was bist, was zwischen Patient und Behandler gesprochen wird, das bleibt, ja, geheim. Die sind mit Dingen schon zu mir gekommen. Die haben auch mal über einen Trainer geflucht oder über einen Mitspieler hergezogen. Oder, ja, ist klar. Bist da schon so ein bisschen der Friseur von denen gewesen. Ne? Und du hast ja gesagt, du warst auch mit in Trainingslagern. Da gibt es aber doch bestimmt Anekdoten, die du erzählen kannst, oder? Oh. Okay. Es gab einen Spieler. Ich muss mir wirklich auf die Lippen beißen, den Namen nicht zu sagen. Es gab einen Spieler, der... Der hat seinen Zimmerkameraden dann dazu angestiftet, nachts stiften zu gehen. Ne? Mhm. Normal 10 Uhr Licht aus und ja gut, die kamen zurück. War vielleicht 3, 4 Uhr. Der Vernünftigere hat gesagt, ich lege mich jetzt ins Bett. Der andere hat gesagt, bist verrückt, um 8 Uhr ist Training wieder. Ne? Und ich gehe so in die Dusche und danach bin ich fit. Ja? Und so in die Dusche gegangen, hat einen Schritt rausgemacht, ist ausgerutscht. Und ich weiß nicht, ob es das linke oder das rechte Ei war, mit dem er auf das Profil von der Duschwanne geknallt ist. Und ja, das Ding ist geplatzt, ist gerissen, das musste entfernt werden. Ja. Er war natürlich dann später Ziel diverser Verspottungen. Ja. Ich weiß noch, dass mich ein Spieler auf der Bank fragte, als das dann bekannt wurde, sag mal Hans, der... Hat er im Juni Geburtstag? Und sag ich, wie kommst du denn da drauf? Ich weiß doch nicht, wann der Geburtstag hat. Ja, ich meine, dann wäre er jetzt ein eineiiger Zwilling. Also, so Sachen, ja? Nach der deutschen Amateurmeisterschaft seid ihr vom DFB auf eine Asienreise geschickt worden. Was habt ihr da erlebt? Was hast du für Erinnerungen? Oh, es gibt eine sehr schöne Geschichte. Wir waren zum Beispiel, damals hieß das Madras, heute wieder Chennai, das ist unten im Südosten von Indien. Nahe bei dieser Stadt gibt es eine alte Tempelstadt, Mahabalipuram. Wir kamen da an und da war so ein, wie soll ich das sagen, das war so ein Tempel, der war in so einen Felsen reingearbeitet.
der Felsen, das war wie so ein halber Teletubby-Hügel, ne, so abgeschnitten, und da war der Tempel drin. Und obendrauf lag ein Stein, wie so ein überdimensionaler Hinkelstein vielleicht, 20 Meter. Und der war der Länge nach gespalten und war so aufgeklappt wie ein Fischmaul. Und da saß dann einer drin. Ja. Die Knie dicker als die Oberschenkel, Bart bis zum Nabel, Haare, hat ausgesehen wie Jesus. Und ja, wir, wie gesagt, wir hatten der Trainer, der saß vorne, der Lothar Emmerich, stieg aus und mit seinem breiten Maul Dortmunder Blatt steigt er aus. Ey, was bist du für ein da oben? Lass mal gucken, wie du aussiehst. Komm mal runter da, du Mickey Maus. Ne? Und der springt da oben runter, kommt auf uns zu, seid ihr Deutsche? Und fragt dann, oh toll, Deutsche und ja, prima, wo kommt ihr denn her aus Deutschland? Ja, wir sind aus Mainz. Ach, gibt's ja gar nicht, ich komme aus Eltville. Du warst ja auch noch beim Verein, als dann tatsächlich der Aufstieg in die zweite Liga gelungen ist, oh, ja. Der lang ersehnte. Hat man eigentlich das Gefühl, wenn man so eng arbeitet mit den Spielern, wenn man ja auch mit dafür Sorge trägt, dass sie sich so bewegen können, wie sie müssen, hat man da so ein bisschen so einen emotionalen Anteil dran? Oh ja, natürlich. Jeder Spieler hat dann eine andere Zielsetzung. Mhm. Ja? Der Bimbo, also der Gerhard Bob zum Beispiel, bei dem, der hat sich auf die Bank gelegt, mach mal ein bisschen Öl auf die Bär. Mach mal ein bisschen Öl auf die Bär. Das ist, wenn der Gegner angeflogen kommt und mit dem Schuh voraus, dann rutscht er leichter ab. Das war das Wichtigste. Ja? Bei manchen habe ich dann gesagt, naja, ich öle mal die Beine ein bisschen ein, dann glänzen die wenigstens. Oder irgend sowas, ja. So. Und das viele Öl hat ja dann auch einen Spitznamen hervorgebracht, oder? Ja, natürlich die Ölpfote. Lieber Hans, vielen, vielen Dank, dass aber du gerne. Ein paar deiner Geschichten mit uns geteilt hast. Das hat großen Spaß gemacht. Du bekommst zum Abschluss... Deswegen habe ich das doch gemacht. Die Mainz 05 Gummibärchen in der Wortpiratin Gummibärchentüte. Lass sie dir schmecken. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Die lasse ich hier. Morgen hat sich meine Tochter angemeldet. Die kommt mit meinen beiden Enkeln und dem dritten im Bauch. Und dann haben die was zum Lutschen. Sehr schön. Danke dir.